In der Hoffnung auf ein Visum für die USA haben sich am Sonntag tausende Flüchtlinge im Süden Mexikos auf den Weg in die Hauptstadt Mexiko-Stadt gemacht. Die Menschen wurden bisher von den Behörden im Süden des Landes festgehalten. Sie erhoffen sich von ihrem Marsch eine beschleunigte Bearbeitung ihrer Visa-Anträge. Laut Behörden starteten etwa 3000 Personen in der Stadt Tapachula an der Grenze zu Guatemala. Sie kommen überwiegend aus Venezuela und wollen Mexiko-Stadt in etwa 10 Tagen erreichen. Auf der Flucht vor Gewalt und Armut in ihren Heimatländern machen sich jedes Jahr zahllose Menschen zu Fuß auf den Weg nach Mexiko auf. Sie hoffen, von dort einen legalen Weg in die USA zu finden. Jüngst hatten die Internationale Organisation für Migration und das UN-Flüchtlingshilfswerk gewarnt, 2023 könnten die Flüchtlingszahlen deutlich höher als in den letzten Jahren liegen.